Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Tag 3 in der Sophienstätte. Ich unterstreiche mal das Wort Tag. Wir haben zwar gesagt, dass wir 6 Nächte machen wollen, aber in den letzten 2 Nächten ist nicht so viel passiert, wie wir erwartet haben. Zumindest nicht aus unseren eigenen Erlebnissen. Was auf den Auswertungen rauskommt, können wir jetzt noch nicht sagen, weil wir nicht genug Zeit haben, das zwischendurch zu sichten. Aber wir haben gesagt, deswegen versuchen wir es mal am Tag. Da hatten wir ja letztes Jahr auch Aktivität, wenn auch ein bisschen anderer Art. Und vielleicht klappt das jetzt. Wir sind nicht kurz, aber so schon einigermaßen im Bereich der Dämmerung. Es ist noch so 4 Stunden ungefähr hell, ehe dann die Sonne untergeht. Wir machen jetzt also so einen Abend und werden mal schauen, ob wir vielleicht noch die nächste Mal verschiedene Uhrzeiten testen, ob hier vielleicht am Tag mehr Bewegung drin ist, weil eventuell ehemalige Gäste, Patienten, Schwestern und Ärzte vielleicht den Tagesablauf nachgehen. Nur ja. Ja, also ich würde sagen, das ist plausibel, weil letztes Mal hat man ja gesehen, da waren wir ja morgens über mit der Mittagszeit hier drin und da war ordentlich Verkehr. Und abends haben wir eigentlich mit dem REM-Master gar nichts gemessen, wenn man das so möchte, ne? Ja. Auch in der Nachtuntersuchung letztes Jahr haben wir eigentlich nicht wirklich nennenswerte Messungen vollführen können. Nee, also das Deswegen. Monitoring war schon gut, da hatten wir ja dieses bewegende Licht gehabt zum Beispiel. Die geknallte Tür kann eventuell Wind gewesen sein. Die Schrittgeräusche sind ein bisschen schwerer zu erklären, das ist nicht ganz sicher, was das sein könnte, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir wollen ein bisschen was hier rausholen und mal gucken, vielleicht ist ja hier am Tag mehr los. So, wir waren ja in der letzten Untersuchung im Keller gewesen, aber es gab einen Bereich, in den wir nicht reingekommen sind. Und das dürfte dieser zugewucherte Gang hier sein. Und den gehen wir jetzt mal direkt ab. So. Noch ist es dunkel, aber ja, macht gleich Licht. Beziehungsweise ich schalte mal auf Infrarot auch. Das Beton? Kein Moment. Ist das Asphalt, das Straße? Asphalt, Meine ich ja. doch, meine ich doch. Das Asphalt, da hat einer irgendwas Teil der Straße abgerissen. So, und da hat man versucht durchzubrechen. Das ist nämlich der Eingang jetzt hier in den Keller. Da haben wir Genau, das haben wir nämlich. letztens gesehen gehabt. Genau. Das ist der Kellergang. So, ich habe jetzt ganz viel Kacke in der Hand, deswegen Ich würde mache ich die mal. Thermalkamera auch erstmal wieder aus, hier ist zu viel, was Hier kannst du ein bisschen. Ja, reflektiert. genau. So, ich nehme jetzt natürlich. Der Jan hat den REM Master und schaut, ob es elektromagnetische Wellen gibt oder elektromagnetische Felder allgemein. Überall Graffitis, aber Ja, hier kommst du halt direkt rein, ne? ja, aber egal wo du bist, drin, draußen. Ist da schon Schluss? Da ist schon Schluss. Aber hier ist ein richtig vollgesiffter Sofa-Teppich Gedödel. Das bin Das ich. ist Eckwert. Hier ist einfach nur so ein Ja. Karton. Das haben wir einfach als Ablage Ist benutzt. falsch. Ich werde mal einmal einen Schritt reinmachen. Komm raus. Das ist ja ekelhaft. Als ich gerade einen Schritt reingemacht habe, war wie so eine Verwesung, nicht Verwesung, Pfeife, sondern wie so ein Modder. Tja, das muss an meiner kaputten Nase liegen. Es riecht jetzt zwar ein bisschen leicht modrig, aber nicht stark für mich. Nee, das war wie so eine Wand. Ich bin Ja, quasi hier so kommt in so sie. einen Hier Modderschrank kommt sie. gelaufen. Das ist der Asphalt. So, das ist unser offizieller Eingang. Ganz offiziell mit Schloss und Schlüssel. Das ist ein Raum, den wir nicht betreten sollen. Kann man gut verstehen, warum. Ist alles schon runtergekommen? Genau, warte, wir machen wieder an. Die ganzen ersten Bereiche Ja, hier ist sind jetzt halt. da vorne würde ich gehen.
Nee, nee, lass mal lieber sein. Ich gebe es hier. Alles runtergekommen, der ist direkt geboren. Ich sage, ich gebe es hier und das war's auch schon. Ja. Ja, da war irgendwas. Warte mal. So. Du warst nicht zu nah an der Wand. Man reflektiert doch, ne? So, das ist der große Raum, wo wir vermuten, dass das hier die ganze Küche war. Ich mache kurz einen Thermalschein. Ja, deswegen, also, es ist natürlich ein großer Raum gewesen. Hier wurden für viele gekocht. Hier in der Mitte waren dann die ganzen Kochvorrichtungen gewesen. Herde, Öfen etc. pp. mit Sicherheit. Da sieht man einen großen Abfluss und halt überall Bereiche. Oh, ein bisschen der Ecke da, da ist nichts. Der Ecke ist nichts, aber wir gucken trotzdem mal. Also für mich war da nichts. Ja. Aber man stellt einen Ausgang. Genau. Wie immer natürlich auch ein paar Sicherungskästen. Deswegen, das machen wir auch nicht. Wir wollten. Hier ist nämlich die zugenagelte Tür, dahinter ist ein rechtes Esszimmer. Genau. Da ist der Essraum. Richtig. Wir werden aber jetzt nicht dahin kommen. Ihr seht, das ist abgesperrt wegen Einsturzgefahr berechtigterweise. Das war ohne Decke, da weiß ich ja sofort, was los ist. Die Decke kann er jetzt nicht so gut filmen nach oben. Kann ich schon, aber. Ja, jetzt hätte ich viel gesehen. Ich gehe da mal sehen. Er braucht halt eine Hand frei dafür. Jetzt hieß aber schon, was da alles runtergekommen ist. Ja, also wie gesagt, wir kommen anderweitig darüber. So. Den Keller waren wir letztes Mal, da brauchen wir jetzt nicht hin. Das ist echt modrig, also da würde ich auch so. Nicht so dick. Da ist ja, wieder ja. Runtergekommen. Also. Und ich zeige euch noch, Jan, kannst du jetzt mal reinleuchten bitte? Achso, ja, Entschuldigung. Erstmal nach oben. Und ihr seht, das ist ja nochmal der Raum zum Speisesaal. Ihr seht, dass die Decke schon runtergekommen ist. Überall das Loch. Hier ist alles runtergekommen. So, hier waren wir übrigens genau hier. Ja. Waren wir schon das, ja. Bei der ersten Tagesversuchung. Ne? Genau, das ist der abgestürzte Bereich. Erinnert euch vielleicht an den Raum in den Stützweitern. Das ist der, wo wir gerade durchgehen. Ich habe natürlich nach wie vor die Thermalkamera an. Aber so, und hier sind wir bei dem Raum mit dem Pentagramm, wo wir letztens mal angefangen hatten. Und der Jan misst hier nochmal nach, weil wir hier im EG letztens relativ viele Ausschläge mit dem RAM Master hatten. Das war allerdings so in die Mittagszeit, also ein paar Stunden früher, als wir jetzt hier sind. Ja, wir gehen halt die Bereiche auf, die wir letztens nicht hatten. Wollen wir hier anfangen? Oder? Ja, klar, wir fangen direkt hier an. So, wir sind jetzt erst so gegen. Hat übrigens einer wieder auf uns zugemacht, weil wir hatten den nämlich besorgt, dass die nicht sich bewegen kann, wenn sie aufgebaut. Ja. Irgendeiner hat da wieder so rumgespielt. Genau wie an unserem Experiment. Ja, und hier wieder so ein kleiner. Ja, wahrscheinlich Patienten- und Vorbereitungsraum mit Waschbecken, Armaturen. Aber es werden halt wahrscheinlich alles hier auf der Ebene ähnliche Räume sein. Ich werde auch mal wieder durchschleichen. Lass den am besten offen hier. Ja. Kann die nicht mehr zufahren. Okay. Sieht mir so ein bisschen. Oh, warte mal, krieg mal die auf. Nein. Okay. Also krieg man es wahrscheinlich irgendwie auf, aber die Scheiben sind alle kaputt. Ja, jetzt seht ihr auch, hier ist die Wand eingefallen. Hat einen tollen Blick auf das Wirtschaftsgebäude drüben. Aber da gehen wir heute nicht hin. Das würde ich auf Tage nehmen. Das machen wir quasi auch. Die Ausweichbrücke. Da kommst du nicht rein, habe ich da schon mitgezogen. Ja. Das verzogen. Das liegt hier drin. Genau wie die Kinder, die ja alles verschmieren. Auch zu. Ja. Das ist vergessen. Kannst du gerne mal reinfüllen. Reinfüllen. Das Graffiti hinten ist natürlich ziemlich cool. Naja. Sie, richtig gut gemacht. Manche können auch zeichnen oder sprechen. Ja.
Finger drin. Okay. Hier kommen sie rein. Die haben wir extra aufgebockt, dass sie nicht... Wir haben alle aufgebockt. Ach, ich hasse diese Leute, Mann. Warum machen die Türen auf und zu? Weil sie rein und raus wollen. Ja, aber die Tür ist doch offen. Vielleicht ist sie auch gar keine. Vielleicht macht er wirklich irgendwas, die Türen auf und zu. Wie hoch ist das denn? Oh, so 7 Meter, schätze ich mal. Hier kommt ja an die Bombe, das ist jedenfalls nicht so. Kannst du irgendwas zurückziehen? Aber da brauchst du eine Leiter, oder? Ja, oder du bist halt Wandkletterer. Ja, im Dunkeln ist das auch nicht so dunkel. Nö. War noch was zu sehen? Hier, weitermachen. Bitte weiter. Ich bin mir fast sicher, dass wir das Dunkel so gelegt hatten und dann war noch irgendwas. Da kann jetzt nicht so dünn, das ist viel zu schade. Nee, vom Wind kann das auf jeden Fall jetzt nicht passieren. Nee. Du kannst dich dem Gerät, diesen kleinen schwarzen Kasten, gerne nähern, wenn du wirklich kommunizieren möchtest. Am besten wäre, wenn du mit deinen Händen die Antenne, diesen kleinen Metallstab, anfasst. Du kannst auch gerne zeigen, dass du da bist, indem du Geräusche machst, zum Beispiel klopfst. Genau, das geht natürlich auch. Du könntest zum Beispiel genau das machen oder vielleicht. Klopfzeichen gerade waren wir für die Aufnahme. Genau. Wieso ist der aber hier? Warum ist der deswegen was los da oben? Wenn es jetzt Armut geben würde, aber vielleicht schon zu spät, oder? Das ist schon 19 Uhr, der Armut schon durch. Das will ich jetzt in die Abend. Hier. Wenn du in der Mitte drauf trittst, ist noch gesehen, dass wir das nicht machen. So, hier kommen wir zwar rein, oder ist das auch? Ja, sicher aus von oben. Sieht noch zerschlagenes Waschbecken. Hier ist wieder so ein Linoleum, das ist wieder so ganz weich und wabbelig, wenn ich auf England. Ja, ja. Bei den Ladungsgebäuden zurück, durch die Himmel. Ausdrücken. Seid ihr irgendwo gegen Metall gekommen gerade? Also ich definitiv nicht, ich höre den nicht mal. Das klingt wie so eine Klingel. So ein Fahrradklingel, oder? Nee, einfach nur so ein Ding. Wie beim Speisesaal? Ja, weiß ich nicht. Das wäre hier so bestellt. So leicht, aber es war eher so, weiß ich nicht, ob es genau das war. Dezent, ne? Klang so ein bisschen. Warte mal. Nee. Das ist eigentlich nee. Das ist fest. Aber war auch nur ganz kurz, ein bisschen leise. Dann ist das ein Fahrradklingel? Nee, das ist keine Fahrradklingel. Ja, hier konnte man früher auf den Außenbereich, damit die Leute auch nicht mehr Luft bekommen haben. So, hier ist ebenfalls mal der rechte Raum. Hier. Ja, meine Bitte müsste ich nochmal da reinkommen, aber ja, ich ging ja deine ordentliche Reichweite, wenn man sie möchte. Das war vergleichsweise groß, ja. Dürfte hier, also ungefähr so. Ist ungefähr so hier, wenn man das so aufspannen würde. Deswegen, also da kann man die Gebäude bzw. die Gerüste stoppen. Ja. So. Hier links ist der Lastenaufzug. Ja. Das ist ein anderer Aufzug, das ist nicht der, den wir letztens hatten, sondern wirklich der für andere Dinge genutzt wurde. So, der steht tatsächlich mit hier, der ist. Ganz unten steht der. Der ist ganz unten. Genau, das müsste so sein. So wie man es auch machen sollte. Weil ja. Der andere steht nämlich im zweiten OG. Ja. Keine Angst, die Gestalten ist nur die Reflexion unserer IR-Strahlung in den Fliesen. Das Diamantgraffiti ist nicht mal schlecht gemacht, das wirkt so ein bisschen 3D-Effekt. Ja, das hier ist ein größerer Raum. Es wird, glaube ich, hier sind zwar auch viele Waschbecken. Ah,
1, 2, 3, 4 Waschbecken. Und keine Armaturen an der Wand. Ach doch, da hier, das sieht man es wieder. Hier waren die Anschlüsse mit den ganzen Elektrik, mit den Bedarfsknöpfen und so weiter. Ja. Also war es wieder ein ganz größeres Patientenzimmer, ein Sammelzimmer. Nicht mal das Ding war auch zugeschraubt übrigens. Die waren alle ja mal zugewiesen, ne? Ja, damit hier alle nicht rein können. Ja. 1, 2, hier waren nur 2 Waschbecken, das war wahrscheinlich ein kleines Zimmer. Das waren wahrscheinlich Privatpatienten. Kann sein, vielleicht. Wir sind ein bisschen besser bei Tuchte. Wirklich, dass diese extra Dinger waren. Ja. Also vielleicht so ein 2 oder vielleicht sogar nur ein Bettzimmer. Nee, es waren 2. Das sind 2 Waschbecken, hier sind 2 der Armaturen. Ja, stimmt. Ja, 2. Ja, also kleinere Zimmer. Ich wette, wenn du genug Geld hattest, dann hast du auch mal allein ein Zimmer gekriegt. Ich glaube, dann wird der bestimmt woanders hin. Nee, das war schon sehr... Das war die zweitbeste, die es gab. Genau. In Ostdeutschland. In Ostdeutschland. Hat sie noch eine? Ja, ja, die sind riesengroß. Da ist eine Stadt drauf gebaut. So groß war die. Also so. Die haben wir nicht gehört. Was meinst du denn? Ist das ein richtiger Balkon? Das weil dann sollten wir nämlich nicht zu weit gehen. Naja, ja, das ist schon so ein bisschen. Deswegen, also geh mal runter. Nee, das will ich nicht machen. Das ist schon hier angerissen alles. Siehst du doch hier überall Risse drin. Deswegen weiß ich nicht, ob das unten... So. Ja, hier war, sieht man eindeutig eine Toilette. Für alle wahrscheinlich, sage ich mal, die hier in den Flügel mit waren. Was war denn das aber, frage ich mich? Eine Badewanne, oder? Ja, das waren 2 Badewannen. Das waren sogar die Dinger, die man entweder heiß oder kalt machen konnte. Ja, das siehst du, das sind 2 Rohre. So eine Bäderpackung gab es hier. Ja. Könnte auch ein Eisbad oder so gewesen sein, ne? Ja, du kannst ja von ihnen nicht mehr erkennen, weil du siehst ja nur noch den Ziegel. Du hast ja nicht auf langen Ziegel gelegen. Siehst du aber hier so ein bisschen die Isolation? Ja, das an, das überhaupt was noch zu reden? Du hast ja die ganze Badewanne gehabt, die haben so Füße dann gehabt. So, hier? Ja. Die hatten die alle aufgebockt. Oh, ich weiß nicht, hatten wir die vor Kopf hier auch? Ja, die alle, die zufallen können, hatten wir aufgebockt. Okay. Ja, natürlich war jemand. Ja, das haben wir auch gehört, das haben wir auf der Aufnahme. So. Aber auch nichts Besonderes. Ja, ihr seht, hier sind auch nochmal überall Toilettenräume. Ist man ja auch reinfekiert? Ja. Hier ist auch ein Fäkalienfundort. Ja, da hat eine Hand angelegt und da wurde nochmal zusammen defekiert. Huch, hier geht's aber ab. Da ist mal einer ganz nötig. Hast du hier mal defekiert? Wenn es bei dem Stichwort war. Hast du hier Hand angelegt? Bist du hier ein Patient? Wenn du mit uns kommunizieren möchtest, kannst du auf mich zutreten und diese metallene Stange umschließen, wenn du das kannst. Ich kann schon mal zeigen, hier waren so, wie man das jetzt heutzutage auch so ähnlich kennt. Kleine Schränke gewesen, Handtücher etc. pp. Schätze ich mal, wurden hier gelagert, es waren viele Fächer. Auch Klopapier schätze ich mal und sowas, Handtücher. Deswegen. Aber man sieht, dass das Dach ganz schön eingebrochen ist, ne? Da ist das Dach richtig eingebrochen. Deswegen hat er ja gesagt, der Doktorat, da war er schon lange nicht mehr drin. Es gibt anscheinend eine Verbindung zwischen dem Gebäude und diesem Gebäude. Da dort ein paar, sagen wir mal, Öffnungen vorhanden sind, gehen manche wohl durch den Keller hier. Ja. Also, aber ganz ehrlich, Leute, also uns wurde gesagt, das Gebäude da drüben gehört nicht dazu. Auf den alten Plänen ist das tatsächlich auch nicht verzeichnet. Aber so vom Zustand her und der Bauart. Es ist 1:1 das Gleiche. Es ist ein Fachwerkhaus, was unten nochmal nachgemauert wurde, aber es gehört wohl nicht dazu.
Nee, auf diese komischen alten, sag ich mal, Kabüffchens da, die jetzt als Garage oder was genutzt werden, sehen so aus, ob die mal hier zugehört hätten. Ja, genau. Die sind bestimmt verkauft. Ich hab gerade gedacht, wer läuft hier uns dagegen? Das sind die Glassplitter der Türen da oben. Ah, okay, wegen Licht. Mhm. Reflexion. Das war doch jetzt hier. Das ist die Speisesaal. Die Speisesaal. Genau, wir sind jetzt von der anderen Seite. Das hier ist auch der kaputte Raum. Also, wie vor uns gesagt, Leute, wir sind jetzt, wie ihr sehen könnt, da vorne ist der kaputte Raum, der Speisesaal und Küche einfach verbunden hat. So, wir machen das mal rechts lang. Ne? Okay, ja, fangen wir hier an. Das ist ja dieses 5 Meter rein und Defekationsgebäude. Ja, das ist halt, das ist so elementweise gebaut, weißt du? Ventilator gehabt, deswegen hat sich der Ruf dann auf den ganzen Raum verbreitet. Mhm. Hast du den sogar hoch? Das stimmt. Der Stand geht ja nach oben. Denn die meisten zumindest. Na, weiß nicht, ob sie vergeschnitten hat. Das kann ein Böller sein. Das ist ein Böller, oder? Weißt du was, das ist ein Telefon. Ja, viele verschiedene Kabel, ist richtig. Das könnte hier sogar so ein Amtszimmer sein, wo man quasi von hier Kabel legen kann. Na, wir hatten ja, der Aufbau ist ja überall Copy-Paste gewesen. Wir hatten ja auch letztens gehabt, dass da neben dem Bad oder gegenüber dem Bad so ein Verwaltungsapparatzimmer war. Ja. Deswegen, das passt ganz gut. Wir hatten wieder irgendeine schöne Nadel. Ne, okay. Nee. So, schön. So, hier hast du nochmal, oh, hier stinkt es aber echt nach Gülle. Boah, hat da wieder jemand eventuell. Ah, das ist wieder, oh, der Boden hier, der ist richtig weich. Ja, aber du wirst nicht durchstürzen. Nee, aber es ist trotzdem eklig, hier drauf zu laufen. Ja, hier ist ein Durchschlag. Ja, das sieht komisch aus. Fast wie bei so einem Röntgenraum wieder, ne? Ja, pass auf, das, genau, das wollte ich vielleicht sagen, dass hier noch ein Röntgenraum war, hinter. Aber das hier sieht aus wie solche kleinen Abtrennräume für Röntgenapparate. Ich würde nicht sagen, dass das damals so drin gab. Also Ende der 80er, beziehungsweise Ende der 70er so. Würde ich fast schon sagen, dass das vielleicht so ab und zu mal war. Das würde ich auch sagen, dass das hier der Umzug für die Angestellten war, wenn die haben sie ihre Sachen, sind dann da durchgegangen, haben dann ihre, immer, die müssen sich ja alle desinfizieren. Ja, weißt, was ich meine. Dann haben sie bestimmt. Desinfiziert hätte man sich dann da, da ist ein Armator. Da rein, haben ihre Arbeitskleidung abgelegt, haben sich hier umgezogen, haben sich desinfiziert, sind dann hier reingegangen, haben die Arbeitskleidung angezogen und sind dann raus. Oh, hier könnte nochmal ein anderes Zimmer sein. Ja, blaue Fliesen, das passt gut. Ja. Verschiedene Stromanschlüsse. Ob das hierher gehört, kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Ja, komplett abgegangen, das Ding. Ja. Nix. Außer da. Ja, die Armatur, die hier unten liegt, die war definitiv in der Wand da drin. Wurde dann die verschiedenen Sachen angesteuert. Da oben war dann mindestens ein Licht. Okay, das ist einfach nur Lager. Ein kleiner Raum. Die kann auch nicht vergessen, von alleine zu fahren. Nee, aber hier dürfte allgemein kaum Zug sein. Genau. Ja, hier ist relativ falsch zu. Da oben ist ein bisschen Lager. Ja. Wenn ihr was leicht zufallen könnte, hätten wir schon gehört über die Tage. Das wahrscheinlich bei dem Wind. So. So, erstmal links. Willst du den Wetter? Okay, gut. Ja, das ist egal. Wir müssen einfach alles gezeigt haben. So. Nee, das war bestimmt mein eigener Schatten. Ja, meine Lampe. Man sieht hier öfter mal Schatten. Ja, aber das war der eigene, das war kein besonderer. Ja, ja. So, hier. Riesengroß auch vor der Höhe her. Was meinst du? War das mal Teil des Speisesaals auch? Ich sehe nichts Besonderes. Ich sehe keine Armaturen. Ich sehe nichts für die Behandlung. Das ist ein abgegrenzter Speisesaal für die Bediensteten. Ja. Aber da hat was drin gehabt, frag mich nicht was. Ja, das ist schon klar. Vielleicht, vielleicht waren hier mal Schlüsselbinder dran oder so. Zum Beispiel wieder ja, das sieht so. Kann auch sein, dass hier eine Spülmaschine stand oder was.
Ja, weil es halt überall solche Waschdinger hier. Ja, aber das weiß ich ja, oder das weißt du ja auch, Hygiene wurde ja hier ganz groß geschrieben. Richtig. Das war ja unglaublich wichtig, was ja auch sinnvoll ist natürlich. Deswegen. Ja, ja, es ist nur Tapete, wenn dir im Kopf passiert nichts. Es ist nur eklig. Das hast du aber öfters hier, wir haben schon Matratzen und alles gefunden. Das sind so Lost Places regelmäßig. Ja, Mann, da machen sie ein Feier her. Guck mal, das sind Kerzen. Kerzenreste. Ja, das sind Kerzen, das ist sehr gut. Boah, ich stehe irgendwie nach Scheiße. Nach ersten. Übrigens ist das auch stabil gewesen. Über uns zwei Jahre. Wollen wir nicht hier rein? Machen wir rein. Ja, warte. Kommst du nicht mal, sagst du nicht dazu gemacht? Ja, aber das ist über uns zwei Jahre gewesen. Ja, sind zwar überall so ein paar Risse. Ist hier jemand? Da steht eine Weinpulle. Kaffee haben sie nicht gegangen zu holen. Da steht da drauf. Mal gucken, ob da nicht vielleicht ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufsteht. So, noch auf die Kamera, wir haben jetzt hier, der Jan hat eine Reaktion. Gehen wir mal nach vorne. Nur ganz knapp, ganz bisschen. War es auf weiß, auf blau oder? Weiß. Weiß, mhm. Also wir haben hier einen Raum gefunden, wo offenbar Jan hat ein Datum gefunden, Mindesthaltbarkeitsdatum bis Ende April ungefähr, 2021, also ist schon länger nicht mehr hier gewesen. Wir haben es ein paar Leute gemütlich gemacht und gefeiert wahrscheinlich. Was heute in dem oder was früher in dem Raum war, lässt sich natürlich jetzt schwer sagen. Ist aber aufgebaut wie der andere Saal. Und da wollte natürlich auch wieder eine Tür eintreten. Ey. Gleich? Ja? Naja, bitte hier wieder einmal filmen. Diesmal, was da draufsteht. Du rechts intens? Orgasmik, ja, da haben sie hier gepoppt. Ja, haben sie auf jeden Fall die Dings drauf gehabt. Ja, die Kerzen. Kerzen, ja. Ja, das ist eindeutig Wachs. Ja. Das ist aber Platz. Die haben sie dann kaputt, da ist er auch. Das ist das hier. Ja, ja. So, da geht's zum Keller runter, wo wir letztes Mal waren. Nicht wundern, das waren nur wir. Da geht's zum Futtersaal. Ja, da müssen wir jetzt auch hin. Also da gehen wir auch rein. Ja. Hier mal kurz vor, damit ich quasi hier die Messspitze bilde. Ja, wie gesagt, das hier ist mit hoher Sicherheit der Speisesaal gewesen für die Patienten. Ja, gerade hier habe ich gerade einen Ausschlag gehabt. Da auch die Stimme von da, hat sich so angehört. Vielleicht war das auch ein Schall von uns. Das ist ja auch ein Schall. Also. Ja. Ja, der war ziemlich groß natürlich. Möchte hier jemand mit uns kommunizieren? Da was klopft. Die Tür ist zu oder aufgegangen. Ja, wahrscheinlich hat er aufgerissen. Uns wurde gesagt, dass ihr hier gerne Musik hört. Stimmt das? Hört ihr auch dieses Grammophon? Ich auch nicht. Auch dieses Schreibgerät runter.
defekiert. Oh. Wenn du hier hingehst, wackelt der ganze Boden. Geh du bist so schwer. Und jetzt hat der ganze Boden da gewackelt. Er ist hier ein bisschen weich, aber ich glaube, das Laminat ist hochgekommen. Ich glaube nicht, dass das bis durchgeht. Das Laminat, ich meine das Parkett. So, hier ist eine Abtrennung gewesen, seht ihr ja. Wahrscheinlich war das hier auch ein Speisesaal, extra abgetrennt. Und die ganzen Käfige sind ja von einem Studentenfilmprojekt gewesen, aber wie viele haben die denn gebraucht, frage ich mich. Aber ansonsten. Ja. Ich frage mich noch, braucht man Speisesaal so hoch vielleicht, damit sich ein bisschen das Aerosol verteilt und die nicht alle gegenseitig ihr Zeug einatmen? Also halt ein größeres Volumen hast. Ne? Ja, genau. Begünstigt halt auch krass den Schall. Ne? Wenn hier viele drin gegessen haben, das war eine ganz schöne Kulisse. Deswegen war man dann auch Speisegeld oder sowas. Wenn ihr gefunden habt, dann kriegt ihr wieder ab in ihr Zimmer. Wahrscheinlich war das so, dass sie gegessen haben, selbst ruhig waren und eine Schallplatte oder sowas gelaufen ist, um ein bisschen Musik zu machen. Das sind doch schon drüber gelaufen. Bis da vorne können wir wohl gehen. Ja, dann bitte. Und hier ist übrigens der Lastenaufzug. Genau. Den wollte ich auf jeden Fall drauf haben, hier. Wenn man jetzt hier durchgehen würde, rechts, wäre man wieder im Eingangsbereich. Richtig, genau. Da seht ihr, oben ist die eingestürzte Decke. Wenn hier neben jemand ist, der kann gerne mit uns kommunizieren, dafür sind wir hier. Wir würden uns sogar sehr freuen. Wir können uns auch ruhig anfassen, allerdings verletzen und die Feuerung mitnehmen. Richtig. Hast du was gehört, Ecki? Ist die Frage, ob Eckbert uns gemeint hat oder jemand anderes im Keller vielleicht. Hast du was gehört? Ja, es geht. Das war könnten wir gewesen. Das ist die ganze Zeit in Geräuschkulisse. Also pieptechnisch oder was? Hm? Pieptechnisch oder was? Das war auch, die Fachanwälz piepen, die Rohre zittern. Ich muss mal gucken, eins davon ist nicht zu, ein Paralight. Könnte eins gewesen sein. Kannst du mal einfach selber gucken? Ja, natürlich. Ich habe kein Licht, aber ich habe ja hier mein persönliches Licht. Ja, ich wieder aus. Ja, gut. Die Rohre hier fangen mit der Zeit an zu tanzen. Ohne Grund, den ich jetzt sehe. Ist komisch, jetzt wo ihr da seid, vibrieren die Rohre leider nicht. Was ist Vibrieren der Rohre gehört? Hm? Vibrieren der Rohre gehört, aber das eh nicht. Ne, gehört? Du. Das ist nicht so laut, aber die Intention leiser war es. Hört ihr mich denn unten laufen? Nein, gar nicht. Ich laufe zwar fast nie, aber jetzt... Wir hören nur gar nichts. Ich habe gedacht, ich hätte dich einmal in Anführungszeichen schreien, so, als ob du dich erschreckt hättest. Nee. Oder so habe ich, glaube ich, gehört. Wenn du das gehört hast und hörst, ich habe gerade zweimal laut hochgerufen. Habe ich nicht gehört.
Und wenn du das Hu gehört hast, dann muss es ja lauter gewesen sein, letztlich, oder von draußen gekommen sein. Muss von draußen gekommen sein. Ja, weiß ich nicht, ob es von draußen gekommen ist. Ich war nicht dabei, ich kann es immer irgendwann sehen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, was ich da gehört hatte. Und deswegen habe ich gefragt, Ecki, geht's dir gut? Weißt du was, Tüte? Ich gehe das Test mal nach, ich gehe mal raus. Ich gehe mal hier hin. Okay. Jetzt muss ich überlegen, da ist die Schranke, ne? Ja. Ja. Das heißt, da ist die Vorderseite, wo die Gärten sind, so, oder? Ja, genau. Alles klar. Ich versuche mal hinzugehen. Das ist ungefähr... Ich stelle mich einfach am Fenster hin. Du siehst mich. Ja, ist aber auch ungefähr. Es ist ungefähr die Mitte zwischen den zwei Gängen, würde ich sagen. Ungefähr. Ja. Ich versuche mal... Gut, dann mach das mal, Ecki. Nicht, dass irgend so ein Arsch das Ding angezündet hat, wa? Was für ein Ding? Das weiß ich, wenn er verbrannt riecht. Aber es riecht verbrannten Holz. Das ist nach Holz. Da vorne riecht zwar ein verbrannt, es kommt von dort von der Tür. Da riecht es richtig stark, so als würde man da neben grillen. Ja. Knirschend. Stimmt. Da ist richtig Spaß, als ob man da mehr grillen. Ja. Brichotter. Knirschend. Stimmt. Aber draußen. Könnte sein, dass ich das gehört hatte, dass auch einer da irgendwas gesagt hat. Du hast aber auch gehört, ne? So ungefähr war das gerade auch nur ein bisschen leiser. Okay, also wie gesagt, ich gehe jetzt mal raus. Doch, ja. Dann reicht das dann ein Stückchen. Ja, ist in Ordnung. Ich gucke gleich raus und filme auch mal raus, das für dich vielleicht dann. Da leuchtet was. Das ist Ecki. Hallo! Hier, wir sehen dich. Also so halb. Bitte? Ich sagte, so klingt es nicht normal. Mach mal so einen leichten, leisen Schrei. Hörst du mich? Ja. Okay. Warst du hier die Lautstärke? Nee, das ist auch ein bisschen Gehalt. Also das war glaube ich nicht von draußen. Mach mal einen kleinen Schrei, also nur so ein bisschen. Oh nee, das hat sich nicht so angehört. Das war eher so etwas weiter entfernt und etwas hallend. Hinter mir grillen sie, höre ich. Ja, das ist wahrscheinlich das, was wir riechen. Der Feuer. Okay. Also wie gesagt, das war nicht das, was ich gehört habe. Das war hallend und eher so drin, hier drin irgendwo. Okay. Eventuell da rein oder halt rechts? Ja, ja. Aber fass dich hier, deswegen geht es nicht weiter. Damit sind wir am Ende der diesjährigen Untersuchung angekommen. Ja, jetzt zur Dämmerungszeit war viel los. Allerdings muss ich sagen, war wieder das EG, das scheint die hauptsächlich betroffene Etage zu sein. Wobei das hier natürlich auch stimmig ist, wirst du ja auch zu sehen, weil das war der Gastrobereich. Genau. Da waren ja immer viele Leute. Also bis zu 1000 Leute, natürlich nicht gleichzeitig, wahrscheinlich gestaffelt, aber da haben viele gegessen. Ich würde mal so denken, wenn man das jetzt so einigermaßen eng stellt, passen pro Saal vielleicht so 50 Leute rein, also das bis 100 ungefähr, wenn man es enger stellt natürlich. Ja. Ja, wahrscheinlich hat man da nicht eine halbe Stunde Zeit gehabt zu essen, sondern so 10 Minuten schätze ich, oder Viertelstunde vielleicht, damals noch, ne? Genau, ich war ja unten, habe die ganze Zeit beim Monitoring Wache geschoben, während Jan und Volker hier oben im ersten OG gelauscht haben. Ich habe sehr viel gehört, von denen ich dachte, es wäre von hier gekommen.
haben die beide angespürt und ihr wisst, Jan hat super Ohren. Und wir haben halt hier oben was gehört, was unten nicht gehört wurde. Weiß ich nicht. Ich habe ein paar Sachen, glaube ich, auf der Kamera, ein paar nicht. Weiß ich nicht. Ja, unten in den Seelen habe ich auch gehört, die Paralytes gegen die Tripwires haben ausgeschlagen. Ich habe halt auch sehr viele Geräusche gehört. Ich denke, dass wir hier heute wirklich viel aufzeichnen konnten. Also die erste Etage, beziehungsweise das EG, erste Etage, das EG ist der Hotspot in diesem Gebäude. Warum, kann ich nicht sagen, aber bei den Seelen passt es ganz gut. Und es kann durchaus sein, dass wir am letzten Tag dann vielleicht nochmal hier wieder den Fokus drauf legen. Da sind wir uns aber nicht ganz sicher. Genau. Aber das werdet ihr dann in den nächsten Videos sehen. Genau, wir werden jetzt die nächsten paar Tage mal gucken, ob wir andere Timeslots benutzen. Also quasi, ob wir jetzt in einer anderen Zeit des Tages nochmal hier ankommen und dann eventuell nochmal Nachforschung anstellen. Deswegen ist nicht ganz sicher, dass wir alle Untersuchungen jetzt noch bei Nacht machen, weil bei Nacht hatten wir halt nicht so viel, was wir jetzt am Abend hatten, ne? Wenn man das so möchte. Genau. Das macht halt keinen Sinn, wenn wir irgendwie die ganze Zeit nachts hier sind. Ist natürlich stimmiger, aber wenn man dann nichts aufnimmt, na gut, ist halt dann auch blöde, ist halt auch müßig, ne? Ja, es gibt halt Orte, da ist das so oder so. Bestes Beispiel ist, in den USA gibt es einen Toys R Us oder gab es einen Toys R Us. Da war angeblich ein Kindergeist, der war aber nur am Tag unterwegs, während der Laden offen war. Nachts die Kameras haben es halt nie gesehen, nur auf den Tagüberwachungskameras. Ja. Es gibt halt solche Sachen, das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Richtig. So, ich denke, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.